Waisenschaurennen erzählen? Naja, das könnte ich, aber ich... Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und dem Let's Play Forza Horizon 2. Dritter Part ist jetzt hier am Start, am Stissel, nach wie vor im Z4, ja, S-Drive 35 IS unterwegs. Bisschen leistungsgesteigert, Twin Turbo draufgeklatscht in der letzten Folge, ihr wisst Bescheid. Und ja, wir haben hier nach wie vor einen Zielort vor Augen. Und ja, zu dem begeben wir uns jetzt mal ganz fix hin. Und ja, dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Und wie gesagt, müssen wir mal gucken. Bis jetzt, Spiel gefällt mir. Mein Gott, da muss da genau Verkehr stehen. Ich ziehe da so einen schönen Drift. Spiel gefällt mir bisher. Alter, wollte ich doch gar nicht. Spiel gefällt mir bisher wirklich ausgesprochen gut. Nein, Baum. Opa, aber noch zum Glück durchgekommen. Jo, ich habe eigentlich Bass Arena hier angemacht, habe mal einen anderen Radiosender reingeklatscht gerade eben, weil bei dem anderen mir ein bisschen zu viel gelabert wurde gerade. Oh, das war ein bisschen zu viel nach links. Ja doch, es ist schon Radio, ich habe nur gerade gedacht, wie gesagt, ich muss das nur leiser machen, aus gewissen Umständen. Boah, da kam mir gerade eine Corvette entgegen. So. Alter. Das ist ein bisschen wie die Blitzer-Herausforderung vorhin. Nur brauchst du hier die hohe Geschwindigkeit nicht nur an einem Punkt, sondern musst die hohe Geschwindigkeit in der gesamten... Na wunderbar. Zone beibehalten. Stark. Ist natürlich toll. Ich habe jetzt irgendwie... totale Leistungsverluste, weil ich dem Jaguar komplett da reingeknallt bin. Ja, ihr merkt es, der schleppt sich da hoch. Also. Ja, normalerweise. Der wird doch hier quer kommen ohne Ende. Aber das tut er nicht. Aber ich hoffe, ich kann das Auto irgendwie noch reparieren. Es war halt relativ ungünstig, dass er mich da so gerade gecrashed hat. Ich hoffe, Alter, ich hoffe, ich muss nicht mit dem kaputten Auto da... Oi, der geiler VW-Bus. Ich muss mich da nicht mit dem alten Auto oder mit dem kaputten Auto da jetzt rumquälen. Bei dem Ziel. Ich weiß ja nach wie vor nicht, was es ist. Oh, hier steht so eine Tafel. 1000 XP. Nice. Stufenaufstieg erreicht. So, für Preis drehen, dann machen wir das doch direkt mal. Ein Wheelspin wieder. Komm schon, gib mir ein Auto. Ich will ein Auto. Auto. Oh, 9000 Credits, aber ist auch nicht schlecht. Passt. So. Ja, nach wie vor unser Auto lediert. Yo. Machen wir. Und schön quersemmeln das Teil. Aber es wird noch viel mehr Spaß machen, wenn das Ding mehr Dampf hätte, Alter. Wieso muss der mir auch da genau reinquatschen? Wieso muss der Typ mir da auch genau reinfahren, der Jaguar? So, Rennveranstaltung anmelden. Ihr Ziel erreicht. Il Tricolore. Alles klar. Ihr hört die Base Arena und hier laufen gerade die Telefone heiß mit Berichten über einen Festivalrennfahrer, der mit unglaublichem Tempo... Schlagen Sie Quad. Okay, Sie sind zwar schneller als du, aber Ihr Wendekreis ist auch viel größer als deiner. Das könnte ein knappes Rennen werden. Alter Schwede, wir fahren gerade oder wir werden jetzt gegen so Jet-Kunstflieger fahren. Alter Schwede. Heilige Mutter Maria. Und das in einem Ferrari hier. Alter. Vibriert mein ganzer Controller. So. Oi, da. Wie man den quersetzen kann. Aber quer ist vielleicht nicht gut, ne? Müssen ja gucken, dass wir schnell sind. Können wir vielleicht wann anders mit dem nochmal? Oh shit. Nein, der war zu spät gebremst.
Ah, nee, das reicht nicht. So. Muss mir merken, hier früher zu bremsen. Alter. Ich werde doch genötigt, hier mit dem Ding zu driften. Es geht doch gar nicht anders. Mit dem schönen Ferrari hier. Ich weiß gerade gar nicht, Alter, was das hier für einer ist. Ich glaube, ist es nicht ein Challenge Stradale oder wie der heißt? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon. Ja, der kommt sehr viel mit dem Heck. Boah, Alter, schön, wie die hier drüber heizen. Aber ich bin noch nicht vorne. Das ist das Problem. So. Boah, Tunnel. Geil. So. Komm schon. Oh, wieder nur Zweiter. Aber es ist egal. Solange ich am Ende Erster bin. Komm schon. Komm schon, Stoff. Gib Gas. Wieder so ein kleiner Tunnel. Sieht natürlich richtig geil an. Ach, Mann. Nehme ich die Kurve viel zu eng. Und da ist so ein Jump. Alter, was ist denn das? So, aber immer noch ein Zweiter. Das ist eine ganz knappe Kiste jedes Mal. Und alles vibriert einfach. Mensch! Alles vibriert einfach, wenn die da vorbeifliegen. So. Der verleitet zum viel zu sehr Querfahren. So, komm schon. Wo sind sie jetzt? Die kommen ja mit richtig viel Highspeed immer an. Da hinten kommen sie angeflogen. Alter Schwede. Ja, jetzt sind wir mal Erster. Kurz vorm Ziel, so wie sich das gehört. Ja, was heißt kurz vorm Ziel? 25% haben wir noch. Jetzt sind wir nur Zweiter wieder. Alter, wie da drüber heizen, ey. Es gibt ja auch welche. Ich weiß, wo ich immer im Urlaub bin, in Spanien, da gibt es auch so Kunstflieger. Der muss doch ein bisschen mehr Power haben hier, der Ferrari, oder? Alter Schwede. Oh shit. Das wird ein ganz knappes Ding. Aber ich habe es gewonnen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gutes Ding. Ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass du sie besiegst. Ja, aber auch relativ knapp, ne? Ihr seht es. Knappe 2/10. So, fortsetzen. Alles klar. Credits Belohnung gibt es auch nochmal richtig gut. 7700. Nice. Den Wagen darfst du behalten. Geiler Scheiß. Nice. Wir haben einen Ferrari. 4100 EP nochmal dazu. Nice. Geil. Fahren jetzt in einem Ferrari durch die Gegend. Ich habe schon fast gedacht, mein Spiel hätte sich jetzt hier gerade aufgehangen, weil es mal so kurz gehangen hat. Aber richtig geil. Haben wir jetzt einen Ferrari. Wir können jetzt mit einem Ferrari rumfahren. Nein, Tim, ich fahre nicht. Aber die Teilnehmer sind die Besten, die beim Festival am Start sind. Komm schon, das Finale wird das Ereignis des Sommers. Ja, es ist super. Wo bist du gerade? Ach, zu dumm. Wir fahren gleich runter nach Nizza. Okay, wir starten die zweite Etappe der Autotour. Bereit? Wir fahren nach Nizza la Bella, in die schöne Stadt Nizza. Komm schon, los geht's. Alles klar. Jetzt sind wir vielleicht noch nicht mehr so ganz untermotorisiert, ja? Ferrari ist schon ein bisschen was anderes. Hey, es ist gerade ein neuer Sender zu den voreingestellten Radiosendern dazugekommen. Jetzt kannst du auch Hospital Records Radio hören. Alles klar. Das ist jetzt die Frage. Was ist das hier für eine Karre? Ich habe nach wie vor nicht aufgepasst, ob das jetzt der Challenge Stradale ist oder nicht. Hier steht auf jeden Fall eine Tafel. Die nehmen wir doch mit. So, Schnellreise. So, hier haben wir GTR ist hier am Start. Dann Lexus LFA. Und da vorne wieder die C7 Corvette. Und davor, weiß ich nicht, ist es RM Aventador. Das ist auf jeden Fall erstmal hier so ein Clio. Ah, da ist eine Tafel, die nehme ich mit. Die nehme ich schnell mit. Jawohl, müsst mir nicht alle erstmal in die Karre da fahren, deswegen. So, 1000 XP nochmal oben drauf. Und, boah, ab geht die Post. Wieder am Feld hinterherjagen. Ja, wir haben 8 Minuten Zeit, das sollte schon gehen in 10 Kilometern. Wie gesagt,
Und die Freunde sind ja da so freundlich und warten auf uns. Ist natürlich auch immer ein tolles Flair, dass man nicht immer so alleine rumfährt, ne? Obwohl man offline spielt. So, das war ein Sky. Den Verein, den kann man auch so gut quersammeln. Das ist so nice. Alter, LFA, was machst du? Mensch, muss noch hier rum. Rum ums Eck. Also musst aber schon den Ferrari wirklich, ja nicht in den Drift unbedingt zwingen, aber wenn du nicht willst, dass er quer geht, dann mach das auch nicht. Ja, ganz schön. Schöner Drift. So, jetzt die Kurve hier, die ist doch prädestiniert dafür, oder? Ah, nee, die waren wir ein bisschen zu langsam. So, was hier alles hier, so ein Nissan, was hier überall mitfährt, gell? Schon krass, also alles mal quer durch die Bandbreite. So. Hat hier auch ein 458 Italia, während ich mir wieder mal meine Heckschürze kaputt mache. So. Hallo. Mal schön an so einem Eckencafé, an so einem Straßeneckencafé mal alle einnebeln. Und ein bisschen mit Gummiteilen berieseln. So, oida, was ist das für ein kleines Teil? War das ein Morgen? Bin mir nicht sicher. So, uiuiui. Da heizt mal ein bisschen durch die Flora und Fauna vom Horizon Karte, so nenne ich es jetzt einfach mal. Weil Festivalgebiet ist das ja, glaube ich, nicht. Also die ganzen Bremspunkte und so, die sind noch nicht so mein Freund. Alter, was bremst der denn? Nach links abbiegen. Ja, du musst hier zwar nach links abbiegen, aber die kannst du auch schön hier im Drift nehmen. So wie sich das gehört. Ist ja gar kein Problem. Gar kein Ding. So. Also, da haben wir noch knappe 5 Kilometer vor uns. Also, ja, macht auf jeden Fall Spaß. Also, das kann ich schon mal, so viel kann ich schon mal sagen. Oida, ist das hier so ein, das ist ein alter Jeep, oder? Alter Schwede, fährt auch mal schnell. Boah, 230. Krasser Scheiß, oder 200. Ja, Auto, da kannst du noch so blinken. Wir werden nicht langsamer fahren. So, Lotus Elise ist auch am Start. Ah, ein bisschen mehr Topspeed könnte da schon gehen. Alter. Ich muss doch da rechts abbiegen, oder? Weiß nicht, warum die hier alle so langsam machen. Boah. Kann ich gerade super quer durch. Ja, er in seinem Aventador. Kann ich natürlich nicht so ganz mithalten. Aber ich kann gut driften, das kann er nicht. Weil er hat einen blöden Allradantrieb. Ach, ich habe nur Heck. Boah, ich muss hier hoch. Und da auch noch ein Fiat Punto am Start. Oder ist das ein Punto? Ich bin mir nicht sicher. So, und da ist wieder der Jeep. Hey ho. Der ist auf jeden Fall getuned, ganz klar. So, ich wollte jetzt schön im Drift am Nissan vorbei, aber hat nicht so ganz gut geklappt. Alter, Fiat, gib Gas. So, jetzt haben wir noch 1,7 Kilometer vor uns. Dann passt das. Dann sind wir da. Sind wir in Nizza. So. Sind jetzt hier in Italia. Habe ja das perfekte Auto dazu. Jawohl, da erwarten sie uns schon mit einem Feuerwerk. So wie sich das gehört. Rechts abbiegen. So. Nach links abbiegen. War ein bisschen zu viel des Guten wieder einmal. Aber wie gesagt, mit den Bremspunkten, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Nach rechts abbiegen. Boah, das war knapp. Und auch wieder ein alter BMW. Das ist ein E36, war das, glaube ich. Jawohl, und da sind wir da. Willkommen bei Nizza Massena. Und ja, einen weiteren Erfolg freigeschaltet. Und ja, ich habe natürlich... Gott. Wie ich bereits sagte, an welchen Meisterschaften du teilnimmst, hängt von den Autos ab, die du fährst. Also habe ich dich bei der Modern Supercars Championship in Nizza angemeldet. Wenn du eher auf etwas anderes Lust hast, ist das kein Ding. Der Autosalon hat jetzt offen. Du kannst also ein neues Auto kaufen und dann zurückkommen, um dich für die Meisterschaft des Autos anzumelden.
Alles klar. Und wir haben da oben, ihr seht es, 2003 Ferrari Challenge Stradale. Also hatte ich doch recht. Und übrigens habe ich gerade Nizza nach Italien verlegt. Das ist natürlich Frankreich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwie in Italien angekommen gesagt habe. Ich glaube aber schon. Das ist natürlich Frankreich. Ja, also wollte ich jetzt nur noch mal klarstellen. Hey, der Autosalon hat jetzt offen, wenn Sie ein neues Auto kaufen möchten. In 200 Metern nach links abbiegen. Alles klar. Ja, aber wir haben jetzt ja... Drecks-VW. Ich will da jetzt schön rumdriften. So. Stufenaufstieg. Oh, haben wir schon wieder. Oh. So, den holen wir uns nochmal ganz fix. Jetzt ist der schon wieder weg. Alter. Es geht mir ein bisschen schnell hier. So, Wheelspin. Den hauen wir doch direkt mal rein. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir einen haben. Haben wir so viele Fähigkeiten gewonnen? Krasser Scheiß. Boah, 30.000 Credits. Nice one. Sehr, sehr geil. So, dann fahren wir doch direkt mal zur Rennveranstaltung. So, Veranstaltung betreten. Modern Supercars. Ja, ich hole mir jetzt nicht ein neues Auto. Wir haben ja gerade ein neues gekriegt, ja. Ist ja, hole ich mir jetzt kein neues. Das ist, wäre ja ein bisschen unnötig, ne? So, Nizza Messina Modern Supercars. 1 von 4 Rundstreckenrennen. Ja gut, McLaren MP4-12C. In Ruf sehe ich da ein Lamborghini Murcielago. Rennen starten. Ab geht die Post. Also ich komme mit dieser Durchschnittsschwierigkeitsstufe gerade noch relativ klar. So, 2458 Italia vor mir, ein LFA hinter mir. Und ein Super Veloce ist auch noch am Start, glaube ich, ne? Also bunt gemixtes Starterfeld auf jeden Fall. So, und hier erstmal schön durchgedriftet, aber es bringt mir natürlich nicht so viel. Oh, R8 auch noch. Absolutes Traumauto. Alter, gibt's doch Stoff, Mensch. Ist hier nicht, wir sind hier nicht zum Kriechen da. Wir sind zum Vollgasfahren da. Kann ich eigentlich auch, wenn ich hier so drauf drücke? Nee, kann ich leider nicht. Ich dachte, da könnte man zurückschauen. So, hier mal schön ein bisschen was mitnehmen. Wie gehabt. So, warum bremst ihr alle hier? Ich nicht. Vollgas durch. Und am Super Veloce auch noch innen vorbei. Ich nehme hier nur gern so Straßenbegrenzungssachen mit. Da bin ich gut drin. Das kann ich sehr, sehr gut. So, auf dem Murcielago aufpassen. Super Veloce ist das ja. Alter, ich muss mich echt dran gewöhnen, dass auch hier der ganze Controller irgendwie vibriert, wenn ich quer fahre. Und auch die Trigger hinten und so weiter. So, und wir haben auch wieder ein, einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Ja, das meinte ich damit. Neuen Fähigkeitenpunkt. Also hier ist eine relativ lange Gerade, da haben die natürlich Top-Speed-Vorteile. Ganz klar. Aber mir ist so ein bisschen bei ab 2,30 tut er sich schwer. Da müssen wir später anfangen, früher anfangen zu bremsen. So. So, passt das schon besser. Und wieder quer durchsemmeln die Kiste. So, alles klar. Jetzt haben wir doch schon wieder einen relativ guten Vorsprung. Wir haben aber auch schon ein bisschen links dran, oder? Oder täuscht das nur? So, und die Telefonzelle ist meins. So wie sich das gehört. Wir haben einen ganz guten Vorsprung, also können wir vielleicht, um die Credits zu maximieren, dann vielleicht ab der nächsten Meisterschaft irgendwie. Oder vielleicht auch ab dem nächsten Rennen Schwierigkeitsgrad hochgehen. Ich denke, das ist dann relativ. Gut. Um dann einfach noch ein bisschen mehr Geld zu kriegen. Ja, hier ein bisschen verspekuliert. Wenn ich halt die Bremspunkte und so alles hinkriege, dann sind wir schon gut dabei. Dann nochmal einen großartigen Drift hinlegen. So. Und nochmal. Schön im zweiten Gang. Und alter Schwede, das kostet auch viel Zeit, wenn ich die Telefonzellen da mitnehme.
Ja, ich bin der Meinung, wir haben einen leichten Linksdrall. Aber macht hier nichts. Wie ihr seht es, ja, wir haben einen Linksdrall. Eindeutig. Die vielen Telefonzellen, ne? Ja, hätte unser lieber Challenge Stradale ein bisschen mehr Topspeed. So, und das liegt wahrscheinlich jetzt auch an dem Linksdrall, dass ich die Kurven hier auch, die ganzen Linkskurven, so driftend mitnehme. Weil halt von Haus aus in die Richtung lenkt jetzt. Ist nicht ganz so gut, aber ey, kommen wir mit klar. Boah, aber Rechtskurven wären da halt jetzt eine Qual mit, ne? Hat die schon wieder zu weit, alter Schwede. Da rutscht er über die Achse, ey. Sehr abartig. So. Und schön wieder die Telefonzelle mitgenommen. Und viel zu quer durch. So, super Veloce. Traust du dich? Nee, traust dich nicht. Das ist echt ein bisschen blöd, immer gegenlenken zu müssen. Ich habe doch so jetzt gar keinen Heavy Crash gebaut, oder? Oder bin ich einem da irgendwo zu heftig in die Kiste gefahren? Kann es euch gar nicht sagen. Boah, der geht zu weit raus. So. Wie gesagt, den Fähigkeitenpunkt muss ich dran denken. Dass ich den noch verteile. Sonst vergesse ich das wieder. Wisst ihr, ich bin ja so vergesslich. So, oi. Schön quer gesammelt hier die Kiste. So, das ist auch relativ lange Veranstaltung hier. Schon 5 Minuten. Krass. Ja gut, aber jetzt sollten wir, glaube ich, genug Vorsprung haben. Vor dem Zweitplatzierten. Dass wir das locker und lässig nach Hause fahren können. Kommt nochmal der Super Veloce, aber es reicht. Passt. 20 Punkte geholt. So muss das. So gehört sich das. So, ja. Wir sind jetzt in der Klasse S1. Ja, ihr seht es. Die haben da alle ein bisschen höhere Stufe. 900 der McLaren sogar. Sind wir gute, ja, 50 Punkte drunter. Ja, wir gewinnen es halt trotzdem. Ne? Die fahrerische Klasse macht das halt wieder wett. Und ja, Modern Supercars, weiter geht's. Und ja, gucken wir mal. Gibt sicherlich wieder gut Credits. Jawohl, so ist es. 17.000. Wir haben jetzt schon fast 100.000 Credits. Nice. Sehr, sehr gut. Und wow, fast 10.000 EP. Nee. Bonus verdient. Schön gefahren. 12.000 EP, krasser Scheiß. Gibt es einen Wheelspin? Naja, leider noch nicht. Aber gibt ihn bald. Nein, danke, weiter geht's. Und ja, schauen wir mal, wo dann jetzt unsere nächste Veranstaltung liegt. So, Horizon Online verfügbar. Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Willkommen bei Horizon Online. Hier bekommst du wie beim Solospiel EP und Bargeld für alles, was du machst. Es gibt sogar Zusatzboni für Rennen mit Clubkameraden. Bei Horizon Online gewinnt man nicht nur als Sieger eines Rennens. Fahre schnell, sauber und beweise Fahrkunst. Dann erhältst du genauso viele EP wie der Sieger. Horizon Online kann man auf zwei Arten spielen. Bei der Online-Autotour gehst du mit Freunden auf eine Spritztour. Dabei geht es direkt ans Eingemachte. Du reist von einem Ziel zum nächsten und trittst bei einer Reihe von unterschiedlichen Veranstaltungen an. Bei der freien Fahrt online kannst du dagegen frei wählen. Such dir Autos aus dem Autosalon aus, besuch Veranstaltungen, nimm an Autotreffen teil oder fahr einfach mit deinen Freunden rum. Es liegt ganz bei dir. Mach dich bereit für die Autotour deines Lebens. Alles klar? Du kannst jederzeit über das Pausenmenü auf Horizon Online zugreifen. Oder ruf einfach die Karte auf und wähle eine Online-Autotour für die Teilnahme aus. Aber das werden wir auf jeden Fall später mal machen, ganz klar. Und ja, wir haben ja noch einen Boni zu verteilen. Ja, und da würde ich eigentlich gerne hier hoch, dass wir 10% Autorabatt bekommen. Dann machen wir mal das hier. Genau, können wir das hier dann demnächst freischalten. Dann geht das. So, da würde ich sagen, gehen wir auf die Karte.
Und ja, wählen uns noch unser nächstes Sprintrennen an. Das machen wir auf jeden Fall noch in der Folge. Ja, muss ich leider die Meisterschaft in zwei Teile splitten, aber ist bestimmt nicht so das große Problem für euch, oder? Hoffe ich jetzt mal. Und ja, demnächst wird es auch dann Zeit für ein neues Auto wieder. So, ich mache mal wieder Bass Arena. Haben wir ja gar nicht lange gehört. So. Alles klar, Ziel erreicht. So gehört sich das. In unserem Ferrari Challenge Stradale. Oh, im Regen. Modern Supercars. Veranstaltet 12 und 4 Sprintrennen. Sind natürlich wieder die gleichen Gegner dabei. Und okay, das nächste ist ein Sprintrennen. Wir haben die Straßen gesperrt. Du kannst also ohne Verkehr fahren. Achte auf die Karte, um die Strecke im Auge zu behalten. Und wähle die günstigste Fahrlinie. Alles klar. Also ohne Gegenverkehr. Ohne Passanten. Sehr nice. Oh, da ist ein... wie heißt er? Den ich am Anfang gefahren bin. Huracan. Jetzt fällt mir der Name ein. Mein Gott. So, nur mal gucken. Haben natürlich, wie gesagt, so ein bisschen Beschleunigungs- und... Oh Gott, geht der quer. Und Geschwindigkeitsnachteile. So. Aber wir konnten uns jetzt schon wieder ganz gut vorpreschen hier. Aber Sieg muss natürlich wieder drin sein hier. Ganz klar und eindeutig. So. Und hier. Durchkämpfen. Hat gepasst. Bremspunkt. Sogar noch ein bisschen zu viel gebremst eigentlich. Jetzt ziehen wir die ersten drei wieder weg hier. So. Komm schon, Stoff, Leute. Stoff, Leute. Gib Gas. Oh. Wieder aufpassen hier, der Super Veloce. Oh oh. Oh 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 oh. Jawohl, komm und durch. So wie sich das gehört. Großartiges Überholen. Alter, ich habe gerade übelste Fähigkeitspunkte hier am Start. 100.000. Gib direkt mal meinen nächsten Boni. Ja, hole ich mir dann danach. Alter Schwede. So, Spielclip aufgezeichnet. Skillzilla. Oh ja, schön hier rumgedriftet. So, hier bleiben wir mal ein bisschen innen. So, hier sind wir wieder schön auf dem Festivalgelände. So, top, top, top. Und ja, die Gegner sind schon wieder relativ weit weg. Ja, ich glaube, da können wir wirklich Schwierigkeit hochgehen dann ab der nächsten Meisterschaft. Boah, wenn ich nicht immer so eine Kacke hier zusammenfahren würde, Mensch. Muss mir wirklich angewöhnen, hier früher zu bremsen. Das ist noch nicht so mein Ding hier, bis jetzt. Alter, das gibt's doch nicht. Muss noch früher in die Eisen gehen. Ah nein, das war jetzt falsch. Das ist ein bisschen... Ich wollte eigentlich einsteigen, hab dann nochmal gedrückt. Ja, gut. Und das war dann voll den Baum geküsst. Das wollten wir auch nicht. Mensch, die Kurve ist aber auch ätzend. Alter, was ist denn da jetzt los? Gibt's doch nicht. So, jetzt. Ab geht's. Komm. Ja, also. Geht doch. Mensch, war eine schwere Geburt, Alter. So. Boah, nicht zu weit raus. Erstmal den Laternenmast umgenockt, so wie sich das gehört. Direkt hier schön den Drift durchgenommen, durchgezogen. So, ja. Sobald es mehrere Kurven gibt oder so, bin ich dann doch schon relativ gut überlegen gegenüber der KI. Aber ich denke, für den Einstieg dann der nächsten Folge, wo wir die zwei Meisterschaftsrennen noch zu fahren haben, ist es vielleicht, oh shit, ganz gut, dass wir nochmal... nochmal auf Durchschnitt fahren und dann steigen wir hoch auf jeden Fall. So, Modern Supercars, Massena Sprint. Ja, locker geschafft. Fortsetzen. Stehen wir mit 40 Punkten vorne vor dem Audi R8 von 2013 mit 10 Punkten Vorsprung. So,
Credits, Belohnungen, Erfolg freigeschaltet, Regenmeister. Nochmal knappe 10.000 Credits drauf und nochmal Gurt EP. Ha, hörst du die Zuschauer? Sie lagen dir zu Füßen in diesem Rennen. So, das gibt auf jeden Fall nochmal einen Wheelspin. Und ja, den schauen wir uns jetzt natürlich nochmal an. Das ist ja ganz klar. Und den Fähigkeitspunkt, den sparen wir uns ja noch an. So, Stufenaufstieg. Gucken wir mal, komm schon. Viel Geld oder ein Auto? So, komm schon. Ah, 20.000 Credits, nehmen wir mit. Nehmen wir natürlich mit. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, richtig krasse Überlänge, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Forza Horizon 2 bei Mr. Easy Racer. Und ja, ich verabschiede mich und sage Ciao, Servus.